uns liegt sehr viel daran, dass man eben auch im Privatbereich sehr viel Positives kann bewirken kann. Und das ist zum Beispiel auch hier in diesem Kurs Wildbienenhäuser selber bauen, ist das der Fall. Das ist für euch ein Sponsor, für euch ein Sponsor. Und für das Bienen oder ein Rhino. Nein, das ist das erste Mal, wo wir das machen. Wir planen so einen Workshop, jetzt Wildbienenhäuser bauen. Aber sicher auch nicht das letzte Mal, wenn man sieht, was man eben mit in kurzer Zeit gemeinsam kann verwirklichen kann. Fast die Hälfte der Wildbienenarten stehen auf irgendeine Art, sie sind gefährdet und stehen auf einer roten Liste. Also von dem her helfen wir da natürlich schon, die Biodiversität ein bisschen zu erhalten. Ja, eine besondere Rolle, ähnlich wie die Honigbienen. Sie haben eine wichtige Rolle im Ökosystem, sie bestäuben Pflanzen. Und weil sie eben so divers sind, 600 verschiedene Arten, allein in der Schweiz, können sie die verschiedensten Pflanzen bestäuben. Und nicht so wie die Honigbienen, die einfach ein bestimmtes Spektrum kann bedienen. Also die Wildbienen, die suchen Hohlräume. Und Hohlräume bietet die Natur in verschiedenen Formen. Wenn man ein Häuschen baut, so wie wir das jetzt hier machen, dann kann man hohle Stängel von Sträuchern oder von Wildstuden nehmen. Oder man kann Herdholz nehmen. Es ist wichtig, dass es Herdholz ist und nicht weiches wie Tannen. Und man kann dort Löcher reinbohren. Man kann Ton nehmen und dort mit einem Bleistift ganz einfach Löcher machen und die Wildbienen drin können. Oder man kann auch einfach Holzwolle mit Holzwolle den Rest stopfen und dort gehen auch andere Insekten rein. So. Und nachher könnt ihr das. Also die Löcher, die wir hier anbieten, das sind für die Wildbienen, sind das Nisthöhlen. Dort drinnen ziehen sie quasi ihre Brut auf. Und die aufziehen, ist ein bisschen viel gesagt. Die bringen ihre Pollen, die sie sammeln, dort rein und legen ein Depot an. Und legen auf das Depot auf, legen sie ein Ei und nachher tun sie die Röhren verschließen. Und von dort an hat eigentlich ein Bienen nichts mehr zu tun damit. Wieso machst du heute hier mit? Weil ich muss ein Bienenhäuschen machen. Weil wenn wir dann ein Bienenhäuschen machen, dann mache ich hier mit. Der Biene? Ja, der Biene insgesamt auf der Welt werden wir nicht helfen. Aber im Kleinen. Und auch dort im Kleinen fass an, nicht im Grossen. Weil ich etwas für die Natur machen kann, was gut ist. Was hat dir heute besonders Spass gemacht? Ja, ein bisschen handwerklich etwas machen, anpacken und das Gefühl haben, wirklich etwas zu tun. Nicht einfach nur darüber reden. Es geht hier darum, den Tieren wieder einen natürlichen Lebensraum zu geben. Und da viel schon kaputt gemacht worden ist, keine natürlichen Hecken mehr, haben wir gesagt, okay, es gibt eine Alternative dazu und das sind die Bienenhäuschen. Ein Erfolg ist die Veranstaltung, wenn morgen eben ein paar Bienenhäuser mehr hängen und ein paar Wildbienen im März wirklich den Unterschlupf finden und können nisten. Dann ist es ein Erfolg. Und wenn 2-3 Leute mehr animiert sind, selber noch in ihrer Freizeit noch solche Häuser zu bauen, dann ist es auch ein Erfolg. Also. Thank you.